Jetzt mal no front, jetzt mal wirklich no front, aber da ist eine Fabrik von Möbel Höffner und da ist das Stadion. Und ich könnte den Unterschied nicht erkennen. So, ich bin jetzt gerade in Paderborn, habe mir gerade in der Innenstadt noch ein Dürüm geholt und jetzt geht's zum Stadion. Eine Stunde bis Anpfiff, Viertelstunde Fußweg noch. SC Verl spielt ja dort, weil deren eigenes Stadion zu klein ist. Heute gegen Aue und das gucken wir uns mal an, weil das Stadion in Paderborn finde ich eigentlich, ich habe immer nur Bilder gesehen und Fotos und im Fernsehen beim Fußballspiel halt, ne? Und ich fand es immer so richtig hässlich. Und jetzt gucken wir einfach mal live an. Wenn ihr auch in der nächsten Woche die ganzen Stadionblocks nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Wir fahren halt auch noch nach Münster, Bielefeld. Wir sind auch mal in Essen bei RWE. Viele Sachen, Borussia Dortmund Heimspiele natürlich. Und ganz viel geiler Scheiß. Einfach ein Abo da lassen, dann seid ihr auch immer dabei. Easy. Jetzt mal no front. Jetzt mal wirklich no front. Aber da ist eine Fabrik von Möbel Höffner. Und da ist das Stadion. Und ich könnte den Unterschied nicht erkennen. Wirklich nicht. Also, das ist echt so ein. Ja, gehen wir mal rein, komm. Thank you.
So, noch ein paar abschließende Worte zum Vlog. Also, ich muss sagen, das Stadion, wenn man dabei, also wenn man drin ist, ist eigentlich sogar ganz, ganz süß. Da hat das was, dass es so klein ist und diese Wände so aussehen wie in einem fucking Baumarkt. Die Fans vom SC Verl, da haben sich ja auch so eine, hat sich so eine kleine Gruppe gebildet da, die ja noch relativ jung ist. Und auf der anderen Seite waren natürlich die Wismut Aue Fans natürlich auch da. Von denen hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, aber ich meine, wenn man zum SC Verl fährt, kann ich es verstehen. Man hat beide eigentlich ganz gut gehört über das ganze Spiel. Bei den Verlern lag es wahrscheinlich daran, dass ich halt in, also basically hinter denen stand. Aber trotzdem besser als nix. Als nächstes sind wir Dienstag bei Dortmund gegen Man City. Das wird nochmal geil. Ja, wenn ihr dabei sein wollt, Abo, liken, dann kommen mehr Videos. Oh, das war's auch schon. Ciao.